Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und heute schicke ich heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu habe ich schon ein bisschen Gold ausgegeben, beziehungsweise ich habe ein bisschen was investiert. Und ihr werdet euch jetzt denken, warte, investiert in der Videoreihe? Ja genau, es ist nicht sonderlich gut ausgegangen für mich. Und dass ihr so ein bisschen vielleicht aus der Geschichte lernen könnt, würde ich das euch jetzt einmal zeigen. Bevor wir das aber machen, schauen wir uns an, was ich sonst so bis jetzt ausgegeben habe. Und zwar haben wir da einmal die Tabelle. Ich habe bis jetzt ausgegeben 94k fürs Trade Game und 2k für so ein Inschriftenrezept oder für Mats, um Inschriftenrezept beim Händler zu kaufen, sagen wir es mal so. Genau. Jetzt ist ja bei mir Patch 10.1 rausgekommen, heißt, da gibt es wieder einige neue Sachen. Und was dieses Trade Game ist, will ich euch jetzt das erste Mal erklären. Wir können nämlich hier hinten bei den NPCs, wenn wir die Niffeln auf Rang 3 uns hochgespielt haben, ein kleines Trade Game machen. Da können wir ja so Trade-Waren eintauschen gegen Materialien. Und diese Materialien habe ich mir halt einfach mal gekauft. Nicht nur mit Main, sondern mit einigen von meinen Twinks. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich mit dem Twink auch so ein Zeug rumliegen habe im Inventar. Genau, gegen diese Tauschziegel kann man sie eintauschen. Und ja, da braucht man halt einige Materialien, um die dementsprechend dann umtauschen zu können. Das sind halt quasi Quests, die nimmt man hier an und gibt es dann unten in Loam ab. Mittlerweile bin ich schon ein bisschen höher mit dem Ruhm und dementsprechend habe ich jetzt hier diese besseren Tausch-Dinger, die heißen Tausch-Felsbrocken, genauso rum. Und ja, bleibt aber das gleiche System. Ich habe das bei dem Char gemacht und bei allen meinen Craft-Chars und teilweise auch auf noch ein paar anderen, um mir halt einfach die ganzen Collectibles zu kaufen, die es über dieses System gibt. Deswegen, ja, ist da schon ein bisschen was an Gold zusammengekommen. Ihr habt gesehen, ja, hier fast 100k waren es. Und dann dachte ich mir, okay, die Sachen, die man sich da im Haar kaufen kann, sind extrem teuer. Und zwar ist der Preis da gut raufgegangen. Ich kann euch das jetzt mal zum Beispiel zeigen. Diese komischen Fische. Man brauchte nämlich ein Kochrezept, wo man diese Inselfinnen, irgendwas Fisch da kaufen muss. Und die waren die ganze Zeit hier unten, also das Blaue ist jetzt hier der Preis quasi. Da war der Preis eigentlich so auf ein bisschen über 20 Gold, ne? Und dann kam jetzt hier die Geschichte, dass man dementsprechend diese Fische gebraucht hat, um ein Kochrezept zu kochen, wo man wiederum das gekochte Kochrezept abgeben konnte. Dann ist der Preis von hier 21 Gold am quasi 2. Mai hochgegangen auf teilweise hier, seht ihr, das war der Donnerstag dann, also nur zwei Tage später, waren die Scheißfische dann auf 280 Gold pro Stück und die sind nicht sofort wieder gedroppt, seht ihr, das sind hier ein paar Tage, wo die auf dem 200 Gold waren, sogar dann noch höher gegangen sind auf 300 Gold und erst jetzt hier so langsam wieder abflachen, weil ja in der zweiten Woche von 9.1 dementsprechend andere Materialien abgegeben werden müssen und dementsprechend die Fische auch nicht mehr so relevant sind. Wahrscheinlich sind die Fische auch deswegen hochgegangen, weil jetzt dann der neue Raid rausgekommen ist im Plus und so und Leute auch wieder aktiver Bufffood benutzen, aber ich denke mal hauptsächlich wegen dem Trade Game. So, jetzt haben wir die Geschichte, dass das extrem hochgegangen ist und dass ich teure Preise zahlen musste für meine verschiedenen Chars, dass ich dementsprechend das Zeug abgeben konnte. Dann dachte ich mir doch, okay, es kommt eine neue Wache, es kommt ein neues Materialien, die man abgeben muss, oder Materialien im Plural. Und vielleicht kann ich da diesmal ein bisschen verdienen, wenn ich das frühzeitig einkaufe. Gesagt, getan. Ich bin ja nicht ganz blöd, dachte mir, okay, ah ja, in US-Servern war die gleiche Quest quasi einmal ab in derselben Woche. Heißt, das wird wahrscheinlich nächste Woche genauso sein. War dann auch nachträglich der Fall, ne? Also dieselben Materialien waren da. Da habe ich mich bei Leuten im US-Bereich informiert, was für Materialien sind und habe die fleißig eingekauft. Ja, was habe ich eingekauft? Ich habe so, ja, Juwelen waren es und ein paar Tränke, beziehungsweise irgendein Kräuterzeug war das, glaube ich. Und ja, das Problem ist, die Preisentwicklung war nicht so, wie ich gedacht habe, sondern ein bisschen anders. Ich habe das ein bisschen, ein Ticken zu spät eingekauft. Ich glaube, die US-Server gehen live bei uns gegen 17, 18 Uhr oder sowas um den Dreh rum. Und das Problem an dem Dienstag, die US-Server ist ja mal einen Tag früher, da war ich halt schon zum Essen verabredet, genau um die Uhrzeit. Da dachte ich mir, ja gut, dann mache ich das halt danach, ne? Hab das dann, weiß ich nicht, dann abends gemacht. Ja, die Preise waren schon gut gestiegen. Ich dachte mir aber, komm,
Beim anderen war es ja auch so, dass sie dann teurer waren, aber dass sie dann nochmal ein gutes Stück weiter gestiegen sind. Ja, um das ganze Sache ein bisschen abzukürzen, nein, die Preise sind nicht weiter gestiegen, sind dann gefallen. Und ich habe jetzt halt ordentlich Minus gemacht. Wie viel habe ich Minus gemacht? Wir können mal reinschauen. Also ich habe hier mit meinem Horden-Druid das gemacht, dass ich das auch schön mir aufzeichnen kann und dann schön meinen Gewinn verkünden kann, der jetzt zu einem Krisen-Minus geworden ist. Ich habe 2,5 Millionen Gold in das Ganze reinvestiert. Ja? Und dann habe ich mir danach nochmal 100k geschickt im Zahar-Repost. Ne? Ich habe mit dem Charles noch 69k und wir können mal in den Briefkasten reingucken, was davon übrig geblieben ist. Also ihr seht, da sind die Verkäufe. Ich habe halt hier diese Alexstrasit gekauft und hier diese, was, nee, das ist es nicht, genau, wo haben wir es? Ismaragd, genau, den habe ich mir gekauft. Und dann halt diese Tränke, wo sind sie, die habe ich, glaube ich, am Anfang dann alle los. Luftiger Mana-Trank und so, die habe ich dann alle jetzt wieder verkauft. Zu einem deutlichen Preis. Ich habe jetzt hier gerade mal 1,066.000 Gold raus, also mit 1.066.000 Gold. Sprich, ich habe jetzt schon alleine 1,5 Millionen Gold einfach damit vernichtet. Die hat jetzt irgendwer anders, ja, der quasi seine Mats teuer verkauft bekommen hat. Naja, so ist es. Ich kann euch das auch mal zeigen, wie die Preisentwicklung da war. Und zwar, diese Steinchen, die waren immer so bei 20, 30 Gold in etwa, am Montag, auch am Dienstag noch. Und da sind wahrscheinlich dann die US-Server live gegangen. Ihr seht richtig diesen Spike nach oben. Und ja, ich habe sie dann halt erst gekauft, als sie halt hier oben waren am Abend, noch am Dienstag, so 19 Uhr wahrscheinlich. Irgendwo hier so. Dann für knappe 100 Gold, bisschen über 100 Gold habe ich sie gekauft. Und ich dachte halt, die gehen dann nochmal weiter hoch, sind sie aber nicht, sondern sind halt übelst gedroppt. Und ja, verkauft habe ich sie dann wieder für 50 Gold am Freitag, beziehungsweise am Samstag. Das Bittere ist, die sind dann nochmal jetzt vor einer Stunde oder so ein bisschen hochgegangen. Da hat nochmal jemand ein kleines Reset gemacht, jetzt sind sie wieder auf 75. Hätte ich lieber noch gewartet, aber ich dachte, der Trend geht jetzt noch weiter und sie gehen noch weiter runter. Aber gut, so ist es jetzt, ne? Da machst du nichts. Jetzt habe ich warte mal, den Zoom machen wir weg. Seht ihr, ich habe sie dann quasi hier verkauft und jetzt sind sie nochmal kurzzeitig hochgegangen. Aber das ist schon wieder am Droppen, also das geht schon wieder runter. Wobei ich hätte halt hier vielleicht sogar meinen Verlust nicht ganz so hoch haben können. Aber gut, jetzt ist vorbei. Das war das letzte Mal, dass ich so eine Spekulationsscheiße mitmache. Jetzt nehmen wir das mal alles raus und schauen, was das am Ende dann noch ist. Also wie gesagt, ich habe 2,5 Millionen rübergeschickt zum investieren und 100k dann nochmal zum Auktionshaus immer wieder reinstellen. Ich habe jetzt 1,1 irgendwas Millionen raus, heißt, ich habe tatsächlich fast 1,5 Millionen damit jetzt verbrannt. Das ist halt saubitter. Gut, aber naja, das ist Lehrgeld und jetzt würde ich sagen, schicke ich mal nochmal ein bisschen was auf den Main. Warte, ich lasse 100k hier, schicke mal eine Million auf den Main rüber noch, weil auf dem habe ich das ganze Gold rüber gebastelt. Und ja, jetzt wollen wir uns aber noch ein bisschen was kaufen, dass das Video hier nicht nur darin besteht, dass ich einen Haufen Kohle verbaselt habe, quasi damit, sondern ich wollte auch noch ein paar Rezepte kaufen, dass wir auch zumindest so ein bisschen Gehalt hier mit reinkriegen. Und zwar hatte ich gesehen, dass es einige neue PvP-Rezepte gibt. Die sind auch halbwegs günstig mittlerweile. Die waren am Anfang bei teilweise zwischen 40 und 100k oder so. Jetzt sind die meisten unter 10k und hier ist noch eins für 20, aber ich denke mal, die können wir uns kaufen. Achso, warte mal. Jetzt muss ich in meiner Videoliste kurz das nur eintragen, was wir verkackt haben. Ja? Und zwar, was habe ich gesagt? 2,6 Millionen minus, was habe ich? 1 Million habe ich rübergeschickt. Achso, warte. 1.135.000 hatten wir ja noch. Also habe ich Minus gemacht. 1.465.000. Achso, das sind ja tausende Schritte, ne, die ich da in der Tabelle habe. Nevermind. Okay, das war, wie nennen wir das? Dummheit vielleicht. Oder Investition oder irgendwie so. Nennen wir es mal. Oder nennen wir es. Fail, Ausrufezeichen. Okay, das war ein Fail, da haben wir nämlich nichts gekriegt. So, und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was ich jetzt noch für die Rezepte zahle, dass ich zumindest für die Collection was dazu kriege. Also hier mein Ritz, oder ich habe ich hier,
Also da habe ich jetzt nicht Millionen rausgenommen. Loggen wir einmal. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht Probleme kriege. Aktuell habe ich ein bisschen Probleme mit Addons. Ich weiß nicht, ob es euch jetzt hier auch geht am Anfang von dem Patch. Und mittlerweile schaue ich schon, dass ich alles ausschalte, ohne Addons einlogge und dementsprechend dann im zweiten Gang die Addons so nach und nach einschalte. Sonst kriege ich ständig Disconnects, vor allem auch mit mehreren Accounts. Das ist irgendwie nicht ganz so lustig. Jetzt war ich kurz am Überlegen, ob ich jetzt quasi einfach das von einer Million runterrechne, aber ich denke mal, mit ein paar Addons, die ich jetzt anhabe, müsste es eigentlich gehen. So, nichtsdestotrotz wollten wir uns jetzt den Stuff kaufen und gucken, was da noch zusammenkommt. Also ich habe ein bisschen geschaut, die einen Rezepte sind eigentlich ziemlich günstig. Ich denke mal, viel günstiger wären die jetzt auch nicht mehr. So, kaufen wir das mal für 2k. Dann da haben wir nochmal eins für 2k. Eventuell kann ich sogar hiermit ein bisschen Gold machen, weil du kannst dir diese Grund-PvP-Ausrüstung damit herstellen. Und ja, ab und an kaufen sich die auch Leute, ne? Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich nicht das gleiche nochmal kaufe. Stulpen habe ich gekauft. Das hier ist das andere. Vielleicht nehme ich die auch zwischendrin einmal raus und lerne die schon mal. Warte, das machen wir. Ich werde sicher Dinger zweimal kaufen und ich habe heute schon genug Gold verloren. Also alles Gekaufte raus. Ding ist, theoretisch höre ich die auch. Oh, warte mal, ich habe meinen Sound gar nicht angemacht, merke ich gerade. Ah ja, so, machen wir den Sound an. Ist immer so eine Sache, ich habe ja mehrere WoW-Accounts, ne? Und dann stelle ich bei 3 von 4 Accounts, die ich teilweise gleichzeitig laufen habe, den Sound aus. Oft habe ich die halt auch Follow einfach irgendwo dabei, jetzt irgendwelche Dungeons oder Raids zum Farmen. Und sonst ist halt immer die doppelt-, dreifach- oder vierfach Beschallung. Das ist dann nicht ganz so nice. Habt ihr was Antikes da so ein bisschen zum Tauschen? Aber es muss mindestens jetzt rausgehauen, 19.000. Na gut. Noch geht's. Das können wir noch kaufen. Merkt vielleicht ein bisschen belegten Hals, sagen wir es mal so. Habe ich gestern ein bisschen lang gestreamt gehabt. Und das merke ich heute tatsächlich. Das haben wir noch. Kleine Schleichwerbung an der Stelle. Ich stream auch, falls ihr vorbeischauen wollt, ne? Channel ist unten verlinkt. Könnt ihr gerne reinschauen. So, jetzt nehmen wir die wieder alle raus. Die werden schon teurer, ne? 6k. Ich werde jetzt überlegen, ob ich noch länger warte, aber ich denke mal, wenn die meisten Rezepte unter 10k sind, dann passt das eigentlich. Die Rezepte bekommt man dadurch, dass man gewinnt im gewerteten PvP, egal ob in der Arena oder im RBG. Und da gibt es halt in diesem Beutel eine gewisse Chance, dass die Rezepte drin sind. Die ist jetzt nicht krass hoch, aber die ist jetzt halt auch noch nicht unterirdisch niedrig, ne? Also, wenn man da aktiv Arena durchballert, dann kriegt man dann schon das ein oder andere Rezept. Habt ihr was Antikes zum Tauschen? Da ich jetzt aber am Anfang kein Arena spiele, werde ich mir die jetzt halt alle kaufen. Gut ist, dass ich die für die Collection habe. So, das noch. Was haben wir denn jetzt schon aus? 80k, na gut, da kommt schon ein bisschen was zusammen, ne? 19, 20. Zwischendrin habe ich das eine oder andere, glaube ich, jetzt ausgelassen, aber bevor ich jetzt die Dinger zweimal kaufe, die dann wieder verticken muss, immer ungünstig. Die Juve-Rezepte, die ich geholt habe, das sind auch so welche. Nicht Juve-Inschriften, aber die gibt es vom Händler tatsächlich. Und zwar kann man die hier für dieses Zorneskraft holen, aber ich glaube, das war nicht das Tobende, sondern die Wütende. Ne? Das ist ja so ein PvP-Element, würde ich jetzt mal flapsig zu sagen. So, okay, jetzt schauen wir mal, was brauchen wir jetzt noch? Antikes zum Tauschen? Aber es muss mindestens 200 Jahre alt sein. Eine Rezept, was jetzt hier 100k quasi kostet, das kriegst du über Angeln. Und so wie ich gesehen habe, ist jetzt im Vergleich zu allen Servern halbwegs günstig mit 100k. Das bin ich am Überlegen, ob ich das auch noch kaufe. Ne? Die anderen darunter, die jetzt teuer sind, die sind aus dem Raid. Die werde ich jetzt eh nicht kaufen. Die werden wahrscheinlich im Laufe der Season günstiger, wenn halt sehr viele Leute so nach und nach den Raid clearen. Ne? Aber das Angelding, da weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Ich habe jetzt aber leider auch, wir hätten noch keine quasi keine Leute gesehen, die das jetzt gefarmt haben und gesagt haben, hey, das, keine Ahnung, dauert so und so viele Stunden, das zu farmen. Na, eigentlich habe ich keinen Bock zu angeln, ich sag's euch, wie es ist. Ich glaube, das kaufen wir noch, scheiß drauf. Also, ne? Wenn ihr etwas wir holen uns das Ding und auf geht's. Dann muss ich nicht angeln.
War jetzt doch einiges, ne? Gut, die 100 kamen noch mal reingehauen. Jetzt, warte mal, trage ich das kurz ein. Das waren jetzt 167. Na gut, runden wir es auf. 68, das sind jetzt hier Rätsel. Okay, dann habe ich jetzt quasi ausgegeben oder in den Sand gesetzt insgesamt. Warte mal, jetzt scrollen wir mal ein bisschen. Ah doch, ihr seht's. Müssen wir mal gucken wegen dem Cam-Ding. 1.829.000. Also das meiste waren jetzt halt hier das Fail-Investment. Und dann halt jetzt das Rezept ein bisschen was, beziehungsweise fürs Trade-Game, ne? Habe ich jetzt auch ein bisschen was rausgehauen. Aber gut. Ich werde jetzt erstmal nichts mehr investieren in WoW. Lassen wir lieber mal sein an der Stelle. Aber ja, zumindest habe ich jetzt ein bisschen was an Rezepten. So, jetzt muss ich mal her schauen. Müsste jetzt wahrscheinlich auch einen Haufen Erstherstellungsbonus-Sachen kriegen. Sind das alles jetzt nochmal irgendwelche speziellen Sachen? Auch der Fall. Jetzt gucke ich nur mal schnell. Ja. Also die Dinger habe ich alle. Gut, dann sind wir damit eigentlich auch schon durch mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilla. Bis zum nächsten Mal. Ciao.